Hey, willkommen zurück auf dem Channel. Im heutigen Video werde ich dir die drei wichtigsten Tipps mitgeben, die du brauchst, um eine erfolgreiche offene Beziehung zu führen. Ich werde dir unter anderem zeigen, wie du in die offene Beziehung kommst und was dann wichtig ist, damit es auch wirklich für dich und die Frau funktioniert. Bevor wir gleich ins Video durchstarten, am 9.6. diesen Jahres ist mein Event, das Noch mehr Erfolg mit Frauen Live-Event hier in Berlin. Auf dem Event wirst du mich live sprechen sehen. Ich habe viele tolle Speaker dabei, die dir Dinge beibringen werden, wie Frauen am Tag mit nach Hause nehmen, Frauen durch psychologische Tricks manipulieren und inwieweit das in Ordnung ist. Wir werden viele spannende Themen haben. Du kannst mir deine Fragen stellen. Du wirst andere Männer kennenlernen, die sich auch viel mit dem Thema Frauen beschäftigen. Das Event geht von morgens bis abends. Das heißt, du kannst morgens mit dem Zug anreisen, abends mit dem Zug theoretisch zurückfahren, brauchst dir kein Hotel holen hier und die Tickets sind momentan bis zum 1.5., also nicht mehr lange, noch als Frühbucher-Tickets verfügbar für 9,99 als Standard-Ticket und 49,99 für das VIP-Ticket. Auf dem ersten Link in der Beschreibung und hier oben auf dem Infopunkt kannst du dich genauer zu dem Event informieren und dir auch dein Ticket sichern bzw. schauen, ob noch ein Ticket verfügbar ist. Jetzt beginnen wir aber mit dem Video und wir fangen mit der ersten Regel an, nämlich kläre von vornherein, was Sache ist. Das ist der erste Schritt, um überhaupt eine offene Beziehung zu bekommen, ist, dass du zuerst mal einfach ganz klar klären musst von Anfang an, was Sache ist. Viele Männer denken, sie können erstmal eine feste Beziehung machen und dann nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr wechseln sie dann in eine offene Beziehung und das ist nicht unmöglich, das ist aber einfach schwierig. Denn wir Menschen erwarten halt Dinge, wir Menschen gewöhnen uns an Dinge. Und wenn deine Beziehung erstmal für eine Zeit lang fest ist, dann ist es halt schwieriger für die Frau vor allem, sich darauf umzustellen, dass du jetzt auf einmal andere Frauen auch triffst und sie vielleicht andere Männer, außer sie hat das vorgeschlagen. Aber das ist in den meisten Fällen nicht so. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn du eine offene Beziehung willst, dass du von vornherein klar kommunizierst, dass das so ist. Und da kommt es ganz stark darauf an, wie du das kommunizierst. Also du solltest dir wirklich überlegen, warum will ich eine offene Beziehung und solltest ein bisschen üben, das Ganze auch gut formulieren zu können. Denn wenn viele Frauen offene Beziehung hören, denken sie, oh mein Gott, der Typ will einfach nur viele Frauen ficken und ich bin nichts Besonderes. Das ist das, was viele Frauen sofort denken. Das ist auch, was viele Frauen denken, wenn sie hören, ich bin ein Flirtcoach und denken sie, oh mein Gott, der fickt ja jeden Tag eine andere. Ja klar. Und ich bin überhaupt nichts Besonderes. Die Leute machen sich so ihre Gedanken, die Leute ziehen so ihre Schlüsse und die müssen überhaupt nichts mit der Realität der Dinge zu tun haben. Deswegen ist es wichtig, dass du erstmal für dich selbst herausfindest, warum willst du die offene Beziehung und dass du es der Frau dann auch richtig erklären kannst. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, aber ich habe damals immer Frauen erklärt, und das vielleicht auch ganz kurz an dieser Stelle, ich habe selbst schon 3 Jahre lang eine offene Beziehung geführt, deswegen habe ich dieses Video gemacht, deswegen habe ich Expertise in diesem Bereich. Ich habe damals den Frauen immer erzählt, das war vor meiner offenen Beziehung, dass ich eine offene Beziehung ausprobieren möchte, weil ich das eine viel ehrlichere Art und Weise finde, weil ich es einfach toll fand, dass man an seinen eigenen Ängsten und Schwächen an sich selbst arbeiten kann und dass man sich denen stellt. Für mich war feste Beziehung immer so ein bisschen, okay, jetzt haben wir irgendwie beide Angst, die andere Person zu verlieren und jetzt machen wir lieber was Festes. Und ich dachte mir, hey, ich habe Lust auf was Offenes und einfach mal zu schauen, wo das hinführt. Hab der Frau auch gesagt, jede Frau, die mit der ich Zeit verbringe, ist in diesem Moment die Frau, die meine volle Aufmerksamkeit hat. Hab ihr aber auch erklärt, dass ich eine Frau haben möchte, die mir wichtiger ist als andere Frauen. Also wichtig ist, und da komme ich gleich nochmal genauer drauf, dass die Frau trotzdem weiß, hey, sie ist die wichtigste Frau für dich. Das ist auch Punkt 2, da gehe ich gleich, wie gesagt, nochmal genauer drauf ein. Das heißt, von vornherein musst du den Frauen klar machen, warum du eine offene Beziehung willst und es sollte auch glaubhaft sein. Und es sollte nicht so klingen, ich will andere Frauen ficken, weil dann hat keine Frau oder die wenigsten Frauen haben dann dafür Verständnis. Dann ist es so, dass ihr von vornherein wirklich klare Regeln festlegen solltet. Also ich höre immer wieder von Männern, die wollen eine offene Beziehung und dann machen sie es so ein bisschen, ja, sagen so, ja, offene Beziehung wäre ganz cool, aber so ganz ausgemacht haben sie es mit der Frau dann auch nicht. Und dann frage ich sie, weiß die Frau, dass ihr eine offene Beziehung habt? Und dann sind die Männer so, ja, nicht direkt. Und dann denke ich mir, das ist aber keine offene Beziehung dann. So funktioniert es halt nicht. Die Frau muss also ganz klar wissen, was da abgeht. Ihr müsst euch gemeinsam auf Regeln einigen und der Frau muss klar sein, hey, das ist eine offene Beziehung. Wir haben auch was mit anderen Menschen. Und wenn das nicht klar ist, hast du auch keine offene Beziehung. Und das sollte von vornherein ganz klar festgelegt werden. Denn wenn du das von vornherein vom Anfang der Beziehung an festlegst, dann kann sich die gesamte Beziehung in diesem Rahmen weiterentwickeln. Wenn du das nicht festlegst, dann musst du dich nicht wundern, wenn es dann hinten raus Probleme gibt.
Die zweite Regel, und da habe ich ja eben schon mal kurz was zu gesagt, ist, dass die Frau immer das Gefühl haben muss, sie ist die wichtigste Frau für dich. Also was nicht so gut funktionieren wird und was dann auch eher in eine andere Richtung geht, ist, wenn du, wenn die eine Frau, mit der du zusammen bist, immer das Gefühl bekommt, sie ist eine von vielen, ja, weil du die anderen Frauen ungefähr genauso wichtig nimmst, weil sie keine Priorität bei dir hat. Die Frau, mit der du zusammen bist, sollte deine Königin sein und die anderen sind sozusagen, ich sag mal, Dienerinnen. Ja, das sind einfach Frauen, mit denen du dich regelmäßig triffst, du hast eine schöne Zeit mit denen, aber deine Königin ist halt wichtiger, ja. Und es geht im ersten Schritt auch um das Wohlbefinden deiner Königin. Das ist ein Ding, was ich in meiner offenen Beziehung ein bisschen vernachlässigt habe. Es geht ganz oft darum, dass erstmal muss deine Königin, also deine Partnerin, sich wohlfühlen. Und darüber hinaus, dann kommen darunter halt die anderen Frauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Deine Frau, deine Partnerin muss zu jedem Zeitpunkt das Gefühl haben, ich bin die wichtigste Frau in seinem Leben. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird es mit den meisten Frauen nicht funktionieren. Denn dann hast du das, was du auch hast, wenn du so ein bisschen Affären hast oder so Casual Sex, dann triffst du die Frau eben für ein paar Monate, aber irgendwann merkt sie, okay, irgendwie für den bin ich nicht so wichtig und dann zerfließt es so im Sand. Das kennst du bestimmt auch. Du triffst eine Frau über mehrere Monate, ihr habt ein bisschen Sex miteinander und dann zerfließt das irgendwann so. Das liegt daran, weil du dich nicht auf diese Frau verpflichten möchtest. In einer offenen Beziehung, die funktionieren soll, solltest du optimalerweise die Frau zu deiner einen Partnerin machen, zu deiner Königin, und die anderen Frauen sind halt dieser Frau untergeordnet. Und diese Frau, also deine Partnerin, muss das auch zu jedem Zeitpunkt spüren. Das heißt, im Notfall musst du dich für deine Partnerin und gegen diese anderen Frauen entscheiden. Ja, wenn die zum Beispiel sagt, hey, ich fühle mich nicht wohl, wenn du diese eine Frau triffst, dann solltest du diese Frau auch nicht treffen. Das sollte nicht ständig passieren, weil wenn das immer passiert, dann macht ja die offene Beziehung keinen Sinn mehr. Aber du solltest deiner Partnerin zeigen, hey, das ist wichtig, du bist hier wichtig und wenn es dir damit nicht gut geht, ist es in Ordnung. Das ist vertrauensschaffend. Wie gesagt, trotzdem sollte das nicht immer passieren, denn dann ist ja der Witz der eigentlichen offenen Beziehung auch weg. Die dritte Sache ist, dass du oder ihr euren Umgang klären solltet in Bezug auf, wie geht ihr mit der Kommunikation um. Also erzählt ihr euch zum Beispiel, dass ihr was mit anderen hattet, wie intensiv erzählt ihr euch davon oder erzählt ihr es euch vielleicht gar nicht. Das ist eine Sache, die ihr so ein bisschen rausfinden müsst, die ihr aber auch am Anfang schon mal klären könnt. Bei mir war das damals so in der offenen Beziehung, dass ich ihr meistens davon erzählt habe, wenn irgendwas war, sie mir nicht, aber einfach, weil ich wollte es nicht unbedingt wissen. Mir war das egal, ich weiß nicht genau, was ich mit dieser Information hätte anfangen sollen. Für mich hätte sie wahrscheinlich eher nur Probleme gemacht, aber für sie war es wichtig, das zu erfahren. Deswegen habe ich ihr von den Dingen erzählt, sie mir aber meistens nicht. Beziehungsweise, klar, wenn ich gefragt habe, hat sie erzählt. Ich habe aber auch einfach nie gefragt. Das hat mich ehrlich gesagt auch nicht so interessiert. Ne, weil, ja, das berührt mich ja auch an der Stelle nicht. Das ist ja auch schön, wenn sie dann unterwegs ist und Spaß hat, kann sie auch machen. Aber ich braucht da eigentlich nicht viel von Wissen an der Stelle. Anders ist es natürlich, wenn sie jemanden hat, den sie regelmäßig trifft, dann will man da natürlich schon mal was von erfahren, das ist ja ganz klar. Aber das müsst ihr für euch selbst ausmachen. Und dazu kommt dann noch, wie du das mit anderen Frauen kommunizierst. Also wie du anderen Frauen kommunizierst, dass du in einer offenen Beziehung bist. Und ich bin ganz ehrlich, da habe ich nie so die optimale Möglichkeit gefunden. Weil in dem Moment, wo du einer Frau kommunizierst, hey, ich bin in einer offenen Beziehung, also mich kannst du nicht bekommen, du kannst nicht meine Hauptpartnerin werden, haben halt viele Frauen keine Lust mehr. Weil ganz, das ist eine der größten Sachen überhaupt. Frauen wollen immer das Gefühl haben, sie sind besonders. Das heißt, du musst schauen, wie du es schaffen kannst, einer Frau immer das Gefühl zu geben, dass sie besonders ist. Ja, deiner Partnerin solltest du immer das Gefühl geben, dass sie die Besonderste für dich ist, die Beste, also einfach deine Partnerin, die Nummer 1, und das sollte sie auch sein. Aber den anderen Frauen, mit denen du schläfst, solltest du auch trotzdem das Gefühl geben, dass sie auf irgendeine Art und Weise besonders sind. Wie genau du das machst, musst du überlegen, das kann ich dir tatsächlich selbst nicht sagen, das hängt auch immer von der jeweiligen Frau ab. Ich habe es zum Beispiel immer so gesagt, so gelöst, dass ich gesagt habe, in diesem Moment, jetzt wo ich mit dir zusammen bin, hast du meine volle Aufmerksamkeit. Ja, du bist gerade die Frau an meiner Seite, du bist gerade die wichtige Frau. Wenn ich eine Frau gedatet habe, dann war ich mit meiner Aufmerksamkeit bei dieser Frau und nirgendwo anders. Das finde ich fair, das finde ich ist das Mindeste, was man machen kann, wenn diese Frau schon weiß, hey, das wird nicht mein Partner werden, denn er hat bereits eine Partnerin, solltest du wenigstens mit deiner Aufmerksamkeit voll bei ihr sein und einfach dafür sorgen, dass du sie gut behandelst, dass sie sich wohl bei dir fühlt. Dann kann sie sich besonders fühlen und dann wird sie dich auch wiedersehen wollen. Und dann hast du auch die Möglichkeit, mit deiner Partnerin zusammen solche Dinge wie Dreier, Vierer oder irgendwie sowas
anzuzetteln. Das geht aber nur, wenn alle Frauen sich mit dir erstmal wohlfühlen. Ja, wenn die Frauen ein schlechtes Gefühl mit dir haben, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie besonders sind, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, offene Beziehung ist auch immer ein Rumprobierprojekt. Ich habe auch super viele Fehler gemacht, habe auch bei Weitem noch nicht alles gelernt, was man da lernen könnte in diesen 3 Jahren. Aber offene Beziehung ist ein super interessantes Modell, was einfach sehr viel Spaß macht und was ich sehr gut finde, weil ich mag das einfach, diese Freiheit zu haben. Wenn ich jetzt mal mit meinen Jungs im Urlaub bin, zu wissen, okay, wenn ich eine Frau treffe, die mir gefällt und da ist eine sexuelle Energie, dann kann ich die einfach ausleben und muss mir da jetzt keinen Kopf machen. Das gefällt mir, das finde ich eine richtige Herangehensweise an das Thema Beziehung. So ist es in meiner Welt, das kann bei dir natürlich anders sein. Wenn du noch Fragen zur offenen Beziehung hast, dann schreib mir das in die Kommentare. Schreib mir auch gerne, wenn du mal eine offene Beziehung hattest oder schon mal sowas in der Art ausprobiert hast. Interessiert mich, was da bei dir rausgekommen ist oder was du sonst so für Erfahrungen mit diesem Thema gemacht hast. Schön, dass du da warst hier am Samstag. Da oben in der Ecke rechts kannst du den Channel abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Aktiviere auch die Glocke. Unter mir kannst du die 3 mächtigsten Anziehungsschalter, ein gratis PDF-Dokument runterladen. Und rechts unten in der Ecke habe ich ein Video für dich ausgesucht, das dich interessieren wird. Solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Und ich freue mich, dass du hier warst. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.